ja, die Konsole gezockt habe, als kleiner Steppke, ungefähr so groß. Da war dann ein Weltmeisterpunkt dabei. Und auf der anderen Seite sind das vor allem auch wirklich Legenden dieses Sports in Deutschland, in der Bundesliga und vor allem eben auch im Osten der Republik. Und deswegen würde ich sagen, wir stellen die Jungs einfach mal ganz entspannt der Reihe nach vor. Wollen aber davor nochmal denjenigen auch wirklich wertschätzen, erwähnen, der das Ganze heute hier möglich macht. Das ist die AG Deutsche Giganetz. Die haben hier auch einen Promostand und die haben aktuell ein sehr großes und tolles Projekt hier in Heilburg am Start und wollen eben mit euch und Ihnen zusammen Heilburg auf diese Stufe im Bereich auch Digitalisierung und Reichweite aus der Hilfe. Und wenn wir wirklich eben für Glasfaserausbau sorgen in der ganzen Stadt für schnelleres Internet und dazu gehen die Einnahmen hier eben auch, wie bereits angesprochen, an den Verein, an den SPI in Bürgern und hier explizit auch in die Zukunft, nämlich in den Jugendbereich und in den Nachwuchsbereich hinein. Das ist also heute, wenn ihr irgendwas esst, wenn ihr irgendwas trinkt, wenn ihr irgendwie auch hier seid und auch eure Freunde oder Familie aktiviert und sagt, hey, das ist ja Kammel, du bist vorbei, du bist 45. Kommt mal vorbei hier nach Heilburg. Hier geht richtig was ab mit folgenden Jungs auf der Wiese. Und das finde ich wirklich, für mich ist es auch wirklich richtiges Kindheitsflashback. Also ich bin zwar Mitte 20, aber die sagen mir alle was. Ja, wirklich, die hinter mir auf dem Rasenplatz stehen und sich aufwärmen, auch wenn ich teilweise ein sehr kleines Kind war. Unter anderem, als die Erde begonnen hat, waren die Tote von Turbine Glasfaser. Der ist ja auch bekannt in Heilburg. Tomislav Piepnica. Vereinslegende und Cottbus für legendäre, ich möchte nicht weiter ausführen, aber für legendäre Situationen der Bundesliga-Geschichte gesorgt. Zweifelsohne, dann gehe ich aus, dass bei einigen von Ihnen auch in den Köpfen begeistert werden. Dazu haben wir jemanden in der Verteidigung, Ingo Ratsch, der ebenfalls wirklich die Fußballwelt sehr breit natürlich gesehen hat, hat Champions League gespielt. Meine Frau unter anderem im legendären 4-4-Mann gegen Juventus Turin auf dem Platz gestanden und hat da Zinedine Zidane verankert, der sagt, die Eltern da und Ingo Ratsch war eben auch. Dazu Jörg Heinrich, 205. Jedenfalls ist er auch einer der Leitung, würde ich sagen. Dazu haben wir auch noch Dario Grosch, Vereinslegende, ein Wort, was zu ihm wirklich unglaublich passt, in dem Türkenbau der Bochum insgesamt 324 Bundesliga spielen bestritten für den RFL und für die Berliner Aufstellung schon erfolgt. An den Lokalen sind wir dabei ebenfalls Bundesliga gewesen. Mit dem ersten Niederschlag der Jungs verlassen, ist viel gut, wenn wir nur heute an der Seite auch beim Anschluss sehr aktiv. Daniel Siebes. Daniel Siebes ist eines der ersten Autokraten eines DSP-Jungs. Ich habe 2004 oder so, da war ich erstmal beim Trainingsbesuch bei Dynamo Dresden. Da war ich 6 oder 7 Jahre alt. Und dann hat Daniel Siebes mit seinem ersten Foto mit dem Fußballbogen meines Lebens. Ja, was? Oder auch beim Chemnitzer FC. Genau, dort auf die Fastenbusch.
Presse ist auch wild rumgekommen aus dem Fußball. Union, Chemnitz, Aue, Erfurt und andere anderen, die Station. Gerne Kuni, Erzgebirge Aue, ebenfalls jemand in der Region, man sagt es als Region, wenn er möchte, aktiv Fußball schon gespielt und schon großen Fußball gespielt, genauso wie die sich in Stuttgart präsentieren. Sicher ist schon die Ziele. Wenn es ein Feld aufgespielt hat, dann bitte mal keine Meinung zu werden. Okay, gut, perfekt. Ebenfalls dabei in der zweiten Fußball-Bundesliga bei Erzgebirge Aue. Herr Kluge ist dabei, Hertha Gladbach, der Club von Nürnberg, wobei die 04-Station ebenfalls Champions League gespielt, 220 Bundesligaspiele insgesamt gemacht, geboren in Frankenberg und die ersten Schritte eben auch bei dem Ostverein, ein Chemnitzer FC, also wo es langsam in Richtung Professionalisierung geht. Robert Klaus wurde mir zumindest zugetragen, ist auch da. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wir müssen aber noch wollen. Robert Klaus wäre jetzt Trainer gewesen beim 1. FC Nürnberg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Davor war er mein Dozent an der Uni und hat dafür gesorgt, dass ich durch meine Fußballprüfung sehr gut durchkomme in einem anderen Schritt. Robert, wenn du mich kennst, danke mal an der Stelle dafür. Und René Rietewitz, auch am Start, unter anderem Bayern und für Leverkusen eine Station gewesen. Also, meine Damen und Herren, Sie merken schon, hier ist wirklich jede Menge geboten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, noch Leute hier heranzuholen, weil Sie sagen, boah, ey, das ist so krass, wie viel Bundesliga, Champions League und Länderspiele hier auf der Karte stehen, wie viele Meisterschaften, ein Champions League-Titel sogar unter anderem 1997 mit Borussia Dortmund, Stuttgart Fußballschule hier auf dem Rasen an der Almburg. Vielen Dank, dass Sie da sind und wir wünschen jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß. Wir haben es jetzt 5 vor 16 Uhr, das bedeutet, es geht auch gleich los.